Schlag Zimmermann, FDP. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Tat ist es 20 Jahre her, dass die Einheiten der Bundeswehr die Grenzen zum Kosovo überschritten. Ja, es ist unvergessen und es wurde heiß diskutiert. Und sie hatten das Ziel, gemeinsam mit verbündeten Truppenkontingenten den Abzug der serbischen Polizei und der jugoslawischen Armee sicherzustellen. Und in der Spitze, das muss man sich vorstellen, waren insgesamt alle Verbündeten zusammen über 50.000 Soldaten beteiligt. Und nochmal zur Erinnerung, es basierte auf der Grundlage des UN-Resolution 1244. Es war keine Luftnummer. Das Ende der Kampfhandlungen zwischen der NATO und der Bundesrepublik Jugoslawien waren bereits kurz zuvor festgeschrieben worden. Und das Abkommen verpflichtete die KFOR-Truppen, auch die UCK, die albanische Befreiungsarmee, zu entwaffnen. Diese hatte ihrerseits bereits während des Bürgerkriegs grauenvolle Verbrechen an der serbisch-kosovarischen Minderheit verübt. Und damit richtete sich der Einsatz der Bundeswehr von Beginn an nicht eindimensional gegen irgendeine Gruppe. Durch das KFOR-Mandat war aus dem Kriegseinsatz ein Friedenseinsatz geworden, der der Gewalt ein Ende machen sollte. Und wenn Sie sich die Filme von damals angeschaut haben, Herr Hampel von der AfD, Sie waren doch bei der ARD, dann schauen Sie sich mal die Filme an, die dort gedreht wurden. Da haben die Albaner gejubelt, als die KFOR-Einheiten kamen, und auch die Serben feierten das Ende dieses Krieges. Die Menschen waren den Krieg leid, sie waren in müde und sie waren das Elend leid und sie waren dankbar, dass die Truppen gekommen sind. Es war ein Krieg, meine Damen und Herren, der tausende Opfer forderte, weit über 1 Million Menschen in die Flucht trieb. Das haben wir auch in der Bundesrepublik erlebt und in dessen Folge noch heute viele, viele tausend Menschen als vermisst gelten. Der Einsatz der NATO hatte Erfolg und hat diesen Bürgerkrieg beendet. Und das zeigt sich natürlich jetzt auch in der Senkung der Personalobergrenze der Bundeswehr. Umfasste das Mandat mal zu Spitzenzeiten bis zu 8.500 Soldaten, ist es heute bei 400. Und es wurde gerade gesagt, es sind noch 68 Soldaten vor Ort. Und ja, es ist richtig, an dieser Stelle noch mal Danke zu sagen an all die Soldatinnen und Soldaten, die in diesen 20 Jahren diesen Weg, der wahrlich eine Herausforderung war, eingegangen sind. Die FDP dankt von Herzen dafür. Meine Damen und Herren, zur Wahrheit gehört auch, wenn der Friede heute im Kosovo herrscht, eine friedliche Situation ist es nicht. Der ethnische Konflikt wird leider von verschiedenen Akteuren immer wieder befeuert. Es spielt eben immer noch eine Rolle, wer Albaner, wer Serbe, wer Roma ist. Und inzwischen ist es vor allem die Minderheiten der Serben und Roma, die geschützt werden müssen. Serbische Kulturgüter drohen, ohne dauernde Bewachung zerstört zu werden. Und wiederholt kam es zu pogromartigen Ausschreitungen durch die Albaner. Und hinzu kommt es aber auch in Gebieten wiederum der serbischen Mehrheit zu Unruhen und zu Angriffen auf UN-Angehörige und KFOR-Soldaten. Meine Damen und Herren, ich selbst konnte vor wenigen Wochen auf der Sicherheitskonferenz in Bratislava während eines Panels live erleben, wie sich die Präsidenten Serbiens und des Kosovo, Vučić und Tači, auf offener Bühne wahrlich undiplomatisch verbal angegangen sind. Aber auch die wirtschaftlich schwierige Situation in der Region und besonders die junge Generation, die nach Perspektiven sucht, denen muss noch Unterstützung gewährt werden, weil es bisher ein Klima der Instabilität ist. Und Instabilität bedeutet ein Nährboden für organisierte Kriminalität und auch dort islamischen Fundamentalismus zu erleben. Meine Damen und Herren, die KFOR-Mission hat ihren Auftrag erfüllt, die öffentliche Sicherheit und Ordnung herzustellen, die Entmilitarisierung im Kosovo zu gewährleisten. Der KFOR-Einsatz ist weiterhin sinnvoll und wichtig in der Region, die mehrheitlich ihre Zukunft, meine Damen und Herren, auch wenn es ein langer Weg ist, die mehrheitlich gerade die jungen Leute ihre Zukunft in Europa und in der NATO sieht. Die FDP wird diesem Mandat zustimmen. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Alexander.